Aber ich hatte immer meinen Spaß mit dem Spiel und schätze es einfach als das Spiel, das die beste Marke an sich als Spiel hat auf der Welt. Also für mich gibt es kein Spiel, was einen höheren Stellenwert genießt als Schach. Wenn ich einfach sage Schach und drüber nachdenke, was sind das für Werte, die damit zusammenhängen, was für Gefühle werden da erzeugt, dann ist für mich Schach das Nummer 1 Spiel der Welt. Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 175. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ja, ich liebe Schach und ich interviewe in diesem Podcast interessante Persönlichkeiten aus dem Schachumfeld. Und heute habe ich einen hochkarätigen Gast aus dem Schachbusiness. Mit 6 Jahren verdiente er schon sein erstes eigenes Geld, nämlich indem er selbst gepflückte Beeren zu Marmelade kochte und diese dann verkaufte. Mit 29 Jahren wurde er zum CEO von Chess24 ernannt. Und nach der Fusion von Chess24 mit der Firma Play Magnus arbeitete er für die Play Magnus Group. Nachdem diese verkauft wurde an Chess.com, ist er nun dort im oberen Management als Vice President of Business Development beschäftigt. Sein Name ist Sebastian Kunert. Ja, und ich freue mich sehr auf spannende Einblicke in seinen Werdegang und auch in die Geheimnisse des Erfolgs von Chess.com. Hallo und schöne Grüße nach Kopenhagen, Herr Kunert. Hallo Michael, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Du kannst mich gerne duzen. Ach so, okay, ja gut, dann haben wir das auch gemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin beim Fragen formulieren, weil ich da natürlich noch die Sie-Form verwendet habe, aber wir können gerne aufs Du übergehen. Ja, es ist nicht dein erstes Podcast-Interview. Du bist ja auch schon für den Scambit-Podcast interviewt worden, in dem es vor allem um diesen ja, Magnus Carlsen-Hans-Niemann-Skandal ging und auch um den aktuellen Schachhype. Welchen Fragen hast du dich denn da stellen dürfen? Richtig, ja, das waren auch sehr viele Fragen. Davon wurden wahrscheinlich die meisten einfach dann am Ende in der Regie verdampft. Aber ja, ich habe da breite Einblicke gegeben und es war auch ein recht langes Interview, aber ich weiß gar nicht mehr, was die ganzen Fragen waren. Ich habe da auch ja, sehr, sehr viel über mich und die Firma erzählt. Ja, also wie gesagt, es ging, glaube ich, um auch den großen Erfolg von Chess.com und da werden wir später auch noch drauf zurückkommen. Ich glaube, wir können deinen schachlichen Werdegang so in 4 Abschnitte teilen, habe ich mir mal überlegt. Also der erste ist die Zeit vor dem Schach, dann Chess24, dann Play Magnus und dann letztlich Chess.com. Und dann können wir ja gerne vorne mal anfangen. Was hast du denn alles gemacht, bevor du zum Schach kamst? Also die Marmeladen-Story habe ich ja erzählt, aber da kam ja noch mehr. Ja, also ich war von Kindesbeinen an gerne unternehmerisch unterwegs. Von ja, den Marmeladenverkäufen über Lesezirkel, die ich aus den Aufsätzen meiner älteren Freunde gebaut habe und in der Nachbarschaft vermietet habe, über dann die ersten Websites, die dann, wo dann eine auch von der Polizei geschlossen wurde, als ich 13 war, weil einige eBay-Betrüger meinen E-Mail-Service missbraucht hatten. Und ja, das wurde meinen Eltern dann zu heikel, als die Polizei angerufen hat. Ja. Da war die Polizei ja auch wahrscheinlich erstaunt, ne? Als sie gemerkt hat, wer da hinter dem Business steckt. Ja, ich war dann noch so mitten in der Pubertät und hatte noch diese teilweise Piepsstimme und dann wollten sie unbedingt mit dem Geschäftsführer sprechen und dann meinte ich, ja, ist wirklich, bin ich. Ja, das war ganz witzig. Ja, und dann hatten wir Konkurrenzzeitung zur Schülerzeitung und solche Späße. Ja, und letzten Endes dann war das dann auch das, was mich an die WAU zum BWL-Studium gebracht hat, dass ich eben diese Passion hatte, irgendwie neue Dinge in der Geschäftswelt ins Leben zu erwecken. Und die WAU war als Unternehmer- und Management-Schmiede damals schon durch Oliver Samba und Rocket Internet bekannt geworden. Und da wollte ich mal mein Glück versuchen, ob ich da reinkommen kann. Und das hat dann auch gut geklappt. Ja, also hast du das Gründergehen in dir so ein bisschen? Ne? Ja, meine Eltern hatten auch schon bei uns damals im Keller ein kleines Immobiliengeschäft und so weiter. Und da habe ich dann immer alles aufgesogen und mich da ganz wohl gefühlt. Ja. Ja, und dann ging es zum Poker. Ja, dann bin ich, das war in meinem letzten Semester im Masterstudium, da war ich gerade im Auslandssemester in Stockholm, da hatte mich dann ein Headhunter kontaktiert, ob ich denn mir vorstellen könnte, bei einer,
fiel nicht gleich mit der Tür ins Haus, dass das auch mit der Pokerindustrie zu tun hat, sondern eben ein Startup, Scale-Up, das in Gibraltar schon hochprofitabel arbeitet und das eben das mittlere Management aufbauen wollte. Und da bin ich dann hingeflogen, habe mir das angesehen und fand das sehr interessant für mich, da früh Erfahrungen auch mit Personalverantwortung übernehmen zu können. Und statt jahrelang irgendwo erstmal als Analyst im Investmentbanking oder Unternehmensberatung mich zu tummeln. Und was hast du dann da genau gemacht für, also kann man ja, glaube ich, sagen, dass es die Firma Poker Strategy war. Hat da nicht Matthias Wals auch eine Rolle gespielt? Ja, und genau, ja. Jan Gustafsson war ja auch im Poker. Also wie waren da die Querverbindungen? Also in gewisser Weise fängt da schon die Verbindung zum Schach an, weil nämlich pokerstrategy.com ist die größte Seite für professionelles Pokerspielen erlernen. Da geht es eher um Mathematik, Statistik, Stochastik, und im spieltheoretischen Ansatz zum Schach, nicht zum Schach, zum Poker. Und darüber wurden auch über 1000 Pokermillionäre kreiert. Viele davon waren Schachspieler. Also es ging mit Rustem Dautov, war zum Beispiel verantwortlich für die russische Community. Matthias Wals war einer der Mitgründer. Enrique Guzman, der hatte ihn im Hamburger Schachclub kennengelernt. Und letzten Endes waren auch Deutschland und Russland die erfolgreichsten Märkte. Unter anderem, glaube ich, weil da eben so viele Schachspieler erkannt haben, dass sie durch Pokerspielen Geld verdienen können. Mhm. Und ja, das war für Menschen, die gut intellektuell unterwegs sind und von zu Hause aus da systematisch das Ganze angehen wollen, war Poker damals eine sehr gute Gelegenheit. Und da war Jan Gustafsson damals auch Pokerspieler. Und Magnus Carlsen mag Poker. Viele, viele, viele heute noch aktive Schachspieler und Schachentertainer waren damals im Schach unterwegs. Über die Zeit ist das dann kompetitiver geworden und immer schwieriger, damit noch gutes Geld zu verdienen. Aber einige tun das auch heute noch. Ja, jetzt hast du aber quasi, soweit ich weiß, nicht direkt im Poker gewirkt, sondern bei einem Finanzportal, das zu dieser Pokerseite gehört hat. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was du da gemacht hast? Also das erste Jahr war ich bei Poker Strategy selbst als Assistent der Geschäftsführung und Executive, so im Junior Management kann man sagen, als rechte Hand des Chief Operating Officers. Und da habe ich dann auch zwei Märkte übernommen, Italien und Frankreich und später dann noch Bulgarien und Rumänien. Und das lief ganz gut. Ich habe da in dem Dreivierteljahr, in dem ich darauf voll fokussiert war, den Gewinn siebenstellig erhöht. Und ob das jetzt alles auf mich zurückzuführen war, das ist immer schwer zu sagen. Wahrscheinlich nicht, aber es hat einen guten Eindruck hinterlassen und das hat mir dann erlaubt, die Verantwortung für eine neue Firma, die sie damals auf die Beine gestellt haben, zu übernehmen. Und die hieß Tradimo. Und Tradimo war und ist auch immer noch ein Finanzbildungsportal, wo man eben angestrebt hat, den Pokerspielern beizubringen, wie man auch durch Traden und Investieren Geld verdienen kann. Mit einem ähnlichen Modell eben, dass man Geld letzten Endes von den Banken und Brokern bekommt, dafür, dass man besser ausgebildete Kunden bringt, die dann wahrscheinlich auch eine höhere Aktivität zeigen. Und das war dann meine Herzensangelegenheit damals. Poker Strategy wurde dann aber verkauft und dann musste ich auch neue Investoren für dieses Projekt gewinnen, was mich dann letzten Endes nach Kopenhagen verschlagen hat. Mhm. Und da habe ich nämlich eben eine Firma gefunden in Kopenhagen, die bereit war, das Ganze zu unterstützen. Und aber unter der Bedingung, dass ich hierher ziehe. Und nach 3,5 Jahren Gibraltar war das dann für mich auch spannend, mal wieder einen kulturellen Hotspot um mich herum zu haben. Ja, und dann ging es zu Chess24. Wer hat dich da hingelockt und mit welchen Argumenten? Ja, also Enrique, der damals der Haupteigentümer von Chess24 war eben auch der größte Anteilseigner von,
von Tradimo. Und nachdem sich da gutes Vertrauen zwischen uns aufgebaut hatte, war es dann für ihn auch eine interessante Möglichkeit, mir die Verantwortung für Chess24 zu übertragen, nachdem dort einige Geschäftsführer in der Verantwortung gewesen waren und letzten Endes die Wege da immer wieder auseinandergegangen sind. Ich glaube, es war ihm dann einfach wichtig, jemanden zu haben, dem er vertraut, in der Zeit, die für die Firma damals recht schwierig war. Ja. Und das hat mich dann zu Chess24 geführt als Geschäftsführer. Und ich war dann derjenige, der das verbrochen hat, dort die Werbung einzuführen und das Ganze noch ein Stück weiter auf nachhaltigere finanzielle Beine zu stellen. Und letzten Endes war es das auch dann, was uns erlaubt hat, mit Magnus Carlsens Play Magnus Firma zu fusionieren und dann gemeinsam neues Geld einzutreiben für das weitere Wachstum. Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zum Thema Schach an sich. Also zu einer Schachfirma lässt man sich ja normalerweise nur locken, wenn man auch so ein bisschen selber was mit Schach zu tun hat. Wie sieht es denn mit dem Schachspieler Sebastian Kunert aus? Ich habe gelesen, dass du schon gegen Weltmeister gespielt hast. Ja, also ich hatte mit 7 Jahren das Schachspielen gelernt und habe dann auch mich mit verschiedenen Schachcomputern beschäftigt und definitiv meinen Spaß gehabt. Mich hat es damals ein bisschen desillusioniert, als ich gemerkt habe, wie gut die Großmeister mit 13 Jahren schon sind und wie hart sie jeden Tag arbeiten und dass sie trotzdem noch von Computern geschlagen werden. Das war für mich also im Rückblickend ein Fehlverständnis, weil Magnus selbst ja zum Beispiel nie gegen Computer spielt und ich dachte damals, wenn ich gegen die Computer schon so schlecht bin, dann ist das nichts, was ich professionell betreiben sollte. Ich sollte mich dann eher Dingen widmen, wo ich besser sein kann als der Computer. Jetzt leben wir in einer Welt, wo wahrscheinlich bald Computer sehr, sehr viel besser können als viele Menschen und trotzdem noch Menschen dabei gebraucht werden. Also ja. Ich glaube, letzten Endes wäre es gut gewesen, wenn ich in den Schachverein gegangen wäre. Aber ich hatte immer meinen Spaß mit dem Spiel und schätze es einfach als das Spiel, das die beste Marke an sich als Spiel hat auf der Welt. Also für mich gibt es kein Spiel, was einen höheren Stellenwert genießt als Schach. Wenn ich einfach sage Schach und drüber nachdenke, was sind das für Werte, die damit zusammenhängen, was für Gefühle werden da erzeugt, dann ist für mich Schach das Nummer-1-Spiel der Welt. Und gleichzeitig ist es wirtschaftlich so unbedeutend. Das war das, was mich an der Schachwelt auf der beruflichen Seite interessiert hatte. Ah, okay. Aber jetzt musst du noch zu den Begegnungen mit Hu Yifan und mit Magnus Carlsen vielleicht auch was sagen. Ja, gerne. Also, ja, Hu Yifan hatte ich damals mit Tradimo gesponsert. Da waren wir, glaube ich, ihr erster europäischer Sponsor. Und da haben wir dann auch während eines Interviews, das ich mit ihr geführt habe, eine Mega-Blitzpartie gespielt. Also wir haben quasi beide ohne Nachdenken das Ganze durchgezogen. Und ich glaube, ich habe zumindest 34 oder waren es 41 oder 51 Züge überlebt. Mit einer ganz schnell gespielten sizilianischen. Und ja, naja, das hat sie zumindest erfreut, dass ich ein bisschen was schon mal zeigen konnte. Gegen Magnus hast du da auch schon gespielt? Ich hab nicht gegen Magnus gespielt. Er hat mir bei unserer Weihnachtsfeier über die Schulter geguckt und meinte dann, not bad, not bad at all. Ach, das ist doch mal ein Kompliment, ja, oder? Ja, da dachte ich, jetzt muss ich eigentlich aufhören und nie wieder spielen. Besser wird's nicht mehr. das war zumindest schön. Ja. Okay. Ja, auf Magnus kommen wir gleich. Ich wollte noch mal kurz auf die Zeit bei Chess24 vor dem Merger mit Play Magnus. Du hast in einem Interview gesagt, du hättest erstmal restrukturiert, als du zu Chess24 kamst. Mhm. Restrukturierung ist immer so ein Wort, wo es mir ein bisschen die Gänsehaut hochkommt, weil das heißt ja auch Mitarbeiter entlassen. Was hast du denn da vorgefunden und wie genau sah diese Restrukturierung aus? Ja, also die Mitarbeiter waren zum Großteil schon vorher entlassen. Also da waren leider nicht mehr so viele da.
Das war auch eines der Probleme von Chess24, das Auf und Ab in der Finanzierung und in der personellen Gestaltung, die damit ja dann zwingend notwendig zusammenhängt. Es wäre da wahrscheinlich retrospektiv besser gewesen, man hätte ein stabiles, gleichbleibend großes Team gehabt und nicht am Anfang vielleicht 50 Entwickler und dann zwischenzeitlich mal nur 3. Das ist sehr schwierig für die verschiedenen Entwickler, damit umzugehen, und wirft einen auch oft um Jahre zurück in der Geschwindigkeit versus ein konstantes 10-Mann-Team über mehrere Jahre. Mhm. Und die Restrukturierung war eher dahingehend eine kommerzielle Ausrichtung zu verfolgen. Also es war viele, viele User auch von Chess24 haben Chess24 eher als ein gemeinnütziges Projekt schon aufgefasst und die User-Beiträge eher als Spenden fast schon, was ja nicht wirklich das Modell einer GmbH ist. Und letzten Endes bedeutete das vielleicht halt auch mal angefangen von der Bannerwerbung, aber auch über Sponsoren nachzudenken und so Sachen wie E-Mail-Marketing professioneller zu verfolgen und die Zeit der Mitarbeiter auch darauf einzusetzen, statt jetzt, oder auch mal überhaupt eine Marketingkraft reinzubringen. Da war vorher nur sporadisch agiert worden. Mhm. Und das war sehr, sehr produktfokussiert, was natürlich auch das Wichtigste ist bei einer Schachplattform. Aber wenn man dann schon das Produktinvestment so weit zurückstellt, muss man zumindest die kommerzielle Seite nach vorne treiben, damit man dann in Zukunft wieder mehr in das Produkt investieren kann. Das war das, was ich mit Restrukturierung meinte. Und dann auch meine ich mit Restrukturierung auch, das Ganze so aufzustellen, dass eine Firma, mit der man fusioniert, oder ein Investor, der extern reinkommt, die Struktur verstehen kann und die Geschichte der Firma und warum das entsprechend aufgestellt ist. Okay. Ja, und dann kam der Zusammenschluss mit Plame Magnus, und du hast auch in einem Fragebogen der Zeitschrift Schach, da wurde dir die Frage gestellt, auf welche eigene Leistung sind Sie besonders stolz? Und da hast du gesagt, ja, auf den Zusammenschluss der beiden Firmen. Jetzt war das damals, wirkte das so ein bisschen so, als ob, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, als ob das ein eher aus wirtschaftlicher Not heraus das Plame Magnus Chess24 aufgekauft hätte. Du hast dann da in dem Interview gesagt, nee, das war eigentlich ein Zusammenschluss von Gleichberechtigten. Kannst du da nochmal ein bisschen einen Rückblick drauf werfen? Weil eigentlich dachte ich ja, okay, Chess24 ist pleite und deswegen wird es jetzt aufgekauft. Also, wie war das damals? Ja, also man muss bei einem Firmenzusammenschluss immer zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist die rechtliche Seite. Da überlegt man sich einfach, ist es besser, wenn eine Firma die andere kauft und zu 100% in diese übergeht? Oder ist es besser, wenn man eine neue Gesellschaft gründet und in diese zu bestimmten Anteilen neue Anteile ausgegeben werden an die vorherigen Besitzer und so weiter? Also das ist die rechtliche Seite. Und dann gibt es die ideelle, die zwischenmenschliche Seite. Wie soll diese Firma in Zukunft geführt werden? Wer hat da welches Sagen? Welche Mitarbeiter sind wie involviert in Zukunft? Wer ist für was verantwortlich? Wie viele müssen bei einer Firma gehen versus der anderen? Und wenn man das alles mit anguckt, dann war das hier eher so, dass der Eigentümer von Chess24 hätte schon noch über die nächsten Jahre mehr Geld reinpacken können. Die Frage ist eben, ob man das immer will. Ja? Aber die Firma war definitiv nicht pleite in der Hinsicht. Und dann ist die Frage auch, wie kann man mehr erreichen zusammen? Also für Plame Magnus war damals die Aufgabe, auch neues Geld für Plame Magnus einzutreiben. Da war es mit Sicherheit auch ein gutes Argument, in Zukunft sagen zu können, dass das Plame Magnus über Chess24 viel mehr Reichweite hat und auch eine Plattform für Magnus, wo Magnus noch mehr auftreten kann, versus den Plame Magnus Apps, die ja jetzt nicht
da ist nicht so einfach, dass Magnus gegen jemanden eine Partie Schach spielt, wie wir dann sehr oft für die Chess24 Premium-Nutzer angeboten haben, dass man zum Beispiel Banterblitz gegen Magnus spielt und so weiter. Das waren alles Dimensionen, auf die Magnus eigentlich große Lust hatte und die aber vorher nicht so ein großer Teil seiner Firma waren. Und ja, deswegen war Magnus zum Beispiel eigentlich hatte sich sehr gefreut auf Chess24 und war auch schon vorher Leser und Verfolger der Broadcasts und so weiter und mochte das Produkt. Und auf der wirtschaftlichen Seite, ja, war das eben für Play Magnus eine weitere Vervielfachung ihrer Reichweite und damit auch eine höhere Attraktivität für weitere Investoren. Und im Spirit her war das eben ein Firmenzusammenschluss, weil danach eben auch die Mitarbeiter bei Chess24 weitere Verantwortung in der damit neu geschaffenen Firmengruppe, die wir dann auch Play Magnus Group genannt haben. Also das war dann in Abgrenzung zur Play Magnus Firma, die eben primär den Auftrag hatte, Apps zu entwickeln. Da dem entgegengesetzt oder darüber hinaus ist die Play Magnus Gruppe eben ein Firmenzusammenschluss aus verschiedenen Schachfirmen, die zusammen Synergien entwickeln wollten. Und die Gruppe, die wurde ja danach auch erweitert um weitere Firmen, wie Chessable zum Beispiel, aber auch andere. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen deine Aufgabe, ne, das zu machen. Was hast du dir da für strategische Gedanken gemacht bei diesen ganzen Käufen? Ja, also da waren definitiv viele Menschen bei uns involviert, auch später vor allem immer mehr. Am Anfang war das eher Andreas und ich, die das vorangetrieben haben. Also Andreas Thome, der CEO von Play Magnus. Genau. Also es ging darum, wir hatten dann für unsere Verhältnisse sehr viel Geld eingesammelt durch die Series A und später auch die Series B. Also zweistellige Millionenbeträge. Und dann ging es darum, welches Wachstum können wir damit selber generieren und wo sehen wir gute Gelegenheiten im Markt, wo wir die Reichweite, die Chess24 insbesondere während Weltmeisterschaften und wichtiger Schachturniere hat, wo wir die an andere Produkte weitergeben können, die damit den Usern weiteren Nutzen bieten können und damit auch wiederum Geld verdienen können. Und Chessable war für mich war etwas, was Arkus, unser späterer Strategievorstand, und Andreas und auch die vorherige Geschäftsführerin entdeckt hatten und wo wir einfach recht schnell ins Gespräch zueinander gefunden haben. Und ich bin dann auch mit Andreas nach London und haben uns da dann mit dem Gründer getroffen, mit David, und den Deal recht schnell nach vorne gebracht, um auch ihm als Gründer und seinen Investoren Sicherheit zu vermitteln. Und ja, das war für mich damals, als damals noch CEO von Chess24, ein No-Brainer, weil wir hatten die Situation, dass wir quasi das Netflix-Versprechen gegeben hatten bei Chess24. Wir hatten gesagt, alles bekommst du mit einem Abonnement und es gibt keine Zusatzkosten für dich, wenn du Premium-Mitglied bist bei Chess24. Da ist alles mit drin. Dann hatte Chessable das gesehen und Spatial Repetition, das ist das Prinzip, das man von Duolingo vielleicht kennt, also dass man eben mit verschiedenen zeitlichen Abständen bestimmte Lernmaterialien immer wieder anguckt und insbesondere das, was man falsch gemacht hat, öfter wiederholt und so weiter und das eben fürs Gehirn optimal vorfindet und das auf Schachcontent angewandt. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Zahlungsbereitschaft ein Vielfaches größer ist als das unseres Jahresbeitrags. Also bei Chessable bezahlen die Leute ja teilweise über 200 Euro für ein Video. Wir hatten 250 Videos, die man automatisch bekommt als Teil der Premium-Mitgliedschaft. Was ist für jeden ernsthaften Schachfan eigentlich ein No-Brainer gemacht hat, bei Chess24 Premium-Mitglied zu sein. Aber der
der Markt sieht eben so aus, dass es gibt unglaublich viele Spieler, die unter 1000 Elo haben online. Also das ist wirklich der absolute Großteil der Spieler. Und dann gibt es einige, die das Ganze ernsthaft betreiben und eben so schnell wie möglich von 1200 oder 1600 auf 2000 bis 2200, 2400 vielleicht sogar kommen wollen und dafür bereit sind, auch richtig Geld auszugeben. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn man dann dazwischen steht, weil für den absoluten Hobbyspieler unter 1000 ist es vielleicht nicht mal ganz klar, was ihm, welchen Wert ihm die Premium-Mitgliedschaft bringt. Und für denjenigen, der all diese 250 Videos und alles, was wir dann jeden Monat neu veröffentlichen, konsumieren möchte, gibt oft waren da Superfans dabei, die dann extra für 3 Jahre im Voraus bei uns gekauft haben oder manchmal auf 10 Jahre im Voraus, einfach nur um uns zu unterstützen und eigentlich einfach nur wissen wollten, wie sie uns noch besser unterstützen können. Und mir war es aber sehr wichtig, dass wir dieses Markenversprechen, dass bei uns alles in einer Subscription vorliegt, nicht brechen. Mhm. Ja, und eines der Ziele, was wir uns auch gesetzt hatten, was mir persönlich sehr wichtig war, als wir die Play Magnus Gruppe geschaffen haben, war, dass wir wollten, dass nicht nur die Top 10 oder Top 100 vom Schach leben können, sondern zumindest die Top 1000 Spieler. Und Chessable war für mich auch das, was dafür einen riesen Beitrag leisten könnte. Wenn nämlich jemand, der es nicht geschafft hat, Profi-Schachspieler zu werden, trotzdem so viel Wissen aufgebaut hat, dieses Wissen teilen kann und damit wiederum davon leben kann. Das finde ich unglaublich toll, wenn das möglich ist und das so ein Fallschirm für alle ist, die gerne Profi-Schachspieler werden wollen, aber die dann eben darauf zurückfallen können, wenn es dann doch nicht klappt. Ja, also sehr interessantes Unternehmen, Chessable, und ja, dieses Spaced Repetition, das ich kenne das vom Vokabellernen einfach, ne? Da wird viel wiederholt, ja. Man ja auch immer wieder. Also das ist ein interessantes Modell. Liebe Schachfans, wir unterbrechen für etwas Werbung, und zwar heute mal in eigener Sache. Ich schreibe nämlich ein Schachbuch. Ja, es soll im Februar 2024 erscheinen und es handelt von dem Thema Verbesserung im Schach. Es enthält also Tipps, wie man sich am effizientesten im Schach verbessert. Die Tipps, das sind die gesammelten Ratschläge aus den Gästen im Schachgeflüster-Podcast und weitere wertvolle Tipps aus aller Welt. Und wenn ihr euch für das Buch interessiert, dann könnt ihr euch schon jetzt in die Warteliste eintragen lassen. Das beinhaltet keine rechtliche Verpflichtung zum Kauf, sondern ihr werdet dann einfach per E-Mail informiert, wenn es das Buch zu kaufen gibt, oder vielleicht gibt es auch vorab schon ein paar Infos. Die Warteliste findet ihr unter www.schachgeflüster.de/schachbuch. Vielen Dank für euer Interesse und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Ich würde gerne nochmal über ein anderes Thema sprechen, was auch in die Zeit von Play Magnus fällt, und zwar die Champions Chess Tour. Das ist ja auch ein Produkt aus der Zeit, wo eben Spitzenspieler, ich glaube, das ist ein Online-Turnier und nicht am Brett, bin ich mir aber nicht sicher. Und du hast es mal die Champions League des Schachs genannt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen dazu was sagen, wie das entstanden ist und was die Vision dieser Champions Chess Tour ist. Ja, also neben dem Zusammenschluss zur Play Magnus Gruppe ist das, worauf ich mittlerweile am meisten stolz bin. Das ist die Champions Chess Tour, die als Magnus Carlsen Chess Tour ursprünglich lanciert wurde, mit dem ersten Turnier, das Magnus Carlsen Invitational hieß. Und das haben wir, also wir hatten schon damals, als wir angefangen hatten, über die Play Magnus Gruppe als Zusammenschluss von Chess24 und Play Magnus zu sprechen, schon damit geliebäugelt, eine neue Schachliga, die eher online basiert ist und ein ganz neues Unterhaltungsniveau entfaltet, auf die Beine zu stellen, und hatten dafür auch schon Gespräche mit verschiedenen externen, also mit Dritten geführt, die dabei eine wichtige Rolle spielen könnten, von Produktionsfirmen über Rechte und Medienfirmen und so weiter. Das war letzten Endes dann
nicht umgesetzt worden über die nächsten 2 Jahre, weil das einfach ewig gedauert hat, wenn zu viele Köche dabei sind. Und ich hatte dann, da war dann in unserer Firmengruppe jemand anders dafür verantwortlich. Und mir war das so ein bisschen ein Dorn im Auge, dass wir da so langsam sind und möglicherweise die Chance verpassen, das auf die Beine zu stellen. Mhm. Und als sich dann angedeutet hat, dass die Pandemie, dass Corona ausbricht und die traditionelle Schachwelt zum Erliegen kommt, war das für mich als Chess24-Chef auch ein riesiges Risiko. Und damals war ich, glaube ich, auch gerade so unser Interims-Marketing- und Operations-Vorstand der Gruppe, war das für mich ein Riesenrisiko für unsere Firmengruppe insgesamt, weil es ja darauf basiert hat, dass der ganze Traffic, der zu uns kommt, zu Chess24 während der wichtigen Schachturniere, dass der eben monetarisiert wird über die anderen Firmen, die wir in die Gruppe aufgenommen haben. Und wenn letzten Endes dieser Traffic zum Erliegen kommt, und das ist mehr als die Hälfte, die eben zum Schach gucken und Schach-News lesen zu Chess24 kommen und weniger als die Hälfte zum Spielen, wenn diese Hälfte wegbricht, kann das eben einfach bedeuten, dass wir nicht attraktiv sind für andere Firmen, die in unsere Gruppe kommen und letzten Endes der Umsatz zusammenbricht. Deswegen war es für mich enorm wichtig, dass wir da schnellstmöglich eine Lösung finden, falls das traditionelle Schach zum Erliegen kommt. Und das war dann während des Kandidatenturniers 2020 passiert. Also man erinnert sich vielleicht, Corona. Russland war, glaube ich, eines der letzten Länder, die Corona anerkannt haben. Und mir ist es noch recht lebhaft vor Augen, wie, glaube ich, es war Wei Yi, oder es war auf jeden Fall einer der chinesischen Spieler, der schon recht früh gesagt hat, er wird nicht nach Russland reisen während Corona, weil er es in China und aus seinem Bekanntenkreis schon gemerkt hatte, wie heftig das wird. Aber im Westen war es zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein großes Thema und deswegen, und in Russland noch am allerwenigsten, glaube ich. Und deswegen wurde er so ein bisschen belächelt für sein Fernbleiben vom Kandidatenturnier als eine riesen verpasste Chance für ihn. Und dann kam glaube ich, was Ratchabow, der dann reinkam für ihn? Oder ich weiß glaube, nicht. Ich glaube, Ratchabow hat abgesagt. Ratchabow hat er auch abgesagt, ne? Und ja. Wer kam denn dann rein für ihn? MVL, glaube ich, oder? Genau, ja, MVL kam rein, richtig, ja. Ja, ja, auf jeden Fall wurde es ja erst dann nach Tag 7 pausiert, das Kandidatenturnier in Russland. Und ich glaube letzten Endes auch nur, weil es ein großes Risiko bestand, dass die Spieler gar nicht mehr raus können aus Russland, weil einfach keine Flüge mehr stattgefunden hätten. Und deswegen war das dann allerhöchste Eisenbahn, dazu sagen, okay, jetzt wird das Kandidatenturnier pausiert. Und ja, dadurch, dass Magnus natürlich das Kandidatenturnier nicht spielt, hat er es kommentiert auf Chess24 und man hat es schon so an seiner Stimme und seinem einfach seinem Verhalten, seinen Augen letzten Endes auch gesehen, dass er, ich habe es zumindest mir eingebildet, dass er hier schon Angst hat, was hier, ob er jetzt 3 Monate in seiner norwegischen Blockhütte irgendwo in Isolation verbringen muss, ohne dass ernsthaftes Schach stattfindet. Weil auch wenn Magnus natürlich gerne mal seine Nacht irgendwie Blitz durchzockt, fehlt ihm dann schon das ernsthafte, kompetitive Schach. Ja. Und deswegen haben wir dann innerhalb von 3 Wochen, nachdem das zum Erliegen kam, das Kandidatenturnier, das Magnus Carlsen Invitational auf die Beine gestellt, mit viel Input zum Format von Magnus und auch den anderen Spielern. Und haben uns damit dann durchgesetzt als das erste professionelle E-Sports-Schachturnier der Welt. Und das war dann auch von der Bild-Zeitung bis der Zone, also der ZN, überall das Hauptthema der Sportwelt, weil es einfach gar nichts anderes mehr gab. Also zu dem Zeitpunkt gab es keinen anderen Sport und deswegen waren wir sogar auf der Titelseite damals auf Bild Online. Und jetzt ist es ausgebaut worden sozusagen zu einer ganzen Serie.
Genau, also wir haben dann, als das erste Turnier ein großer Erfolg wurde, haben wir es zu einer ganzen Saison ausgebaut, die Magnus Carlsen Chess Tour. Und als diese Saison dann erfolgreich zu Ende gebracht wurde, haben wir es dann umbenannt in die Champions Chess Tour, auch um den anderen Spielern Respekt zu zeigen, weil es eben nicht nur immer um Magnus geht, sondern auch wenn er sehr wichtig ist, sind sie alle großartige Champions und wir wollten damit sozusagen die Champions League der Schachwelt begründen, wo die allerbesten Spieler in einem TV-würdigen Format zusammenkommen, das schneller ist als das traditionelle Schach. Also wir sind hier auf Rapid Schach gegangen und das war auch das, was die Spieler sich vorstellen konnten, von zu Hause zu spielen. Keiner der Spieler wollte klassisches Schach am Computer spielen. Und dann habt ihr auch ja riesige, ich sag mal, ein richtiges Fernsehstudio aufgebaut und professionelle Moderatoren und so. Also das sind schon Maßstäbe im Schach, ne, die ihr da gesetzt habt mit der Fernsehübertragung. Also ich mag auch diesen David Howell total gerne als Kommentator. Der ist echt ein guter Besetzung. Also das ist ein großes Millionenbudget, was in die Tour mittlerweile reinfließt. Im hohen Millionenbereich. Norwegen hatte eben schon 10 Jahre Erfahrung mit Schach im Prime TV, wirklich im Staatsfernsehen. Und dadurch, dass sie eben Magnus begleitet haben über seine verschiedenen Weltmeisterschaften hinweg. Und dort wurde es wirklich zu einem Format gemacht, das von der Oma bis zum Schulkind eben zusammen als Familie angeschaut wird. Und es ist ein Viertel der Bevölkerung, das da die Schachweltmeisterschaft anguckt. Wow. Und das wollten wir als norwegische Firma in die Welt bringen. Und das ist uns zu einem Teil auch schon gelungen. Also DAZN zeigt mittlerweile alle Partien. Wir haben es auf Amazon Prime. Wir sind auf Twitch und YouTube. Und wir haben mehrere 100 Millionen Views pro Jahr. Und mittlerweile auch ernsthafte Sponsoren, wie zum Beispiel Puma, Vergangenheit auch Mastercard. Wir haben Julius Bär, große Vermögensverwaltung aus der Schweiz. Also das ist mittlerweile wirklich ein ernsthaftes Sportereignis auf der Welt und das größte Schach-E-Sports-Event. Ja, bei so vielen Erfolgen guten Sachen, die gut gelaufen sind, Börsengang, Champions Chess Tour, Chessable, Chess24, tolle Marken, da müsste man eigentlich meinen, dass ja Wachstum und Rendite sich sofort einstellen, aber es kam dann irgendwie rüber in der Öffentlichkeit, dass das nicht so war, dass man immer noch auf Rendite gewartet hat und dass es dann irgendwann nicht mehr weiterging und dann die Notbremse gezogen werden musste durch den Verkauf an chess.com. War das so oder würdest du dieser Darstellung widersprechen? Ich würde ihr nicht komplett widersprechen, aber ich würde vielleicht noch Kontext geben. Also eine Sache, die wir mit Sicherheit besser hätten machen müssen, ist das Kulturmanagement in den einzelnen Firmen. Also wir haben es bis vor kurzem nicht geschafft gehabt, wirklich einen gemeinsamen Geist und Kultur über diese verschiedenen Firmen hinweg zu schaffen und eine Identität als Play Magnus Gruppe. Das lag so ein bisschen an der Struktur, die wir auch nicht ganz selbst entscheiden konnten, sondern wo auch verschiedene Anteilseigner und so weiter eine Rolle spielen in dieser Entscheidung. Das ist die Frage, ob man jemanden sofort bezahlt, wenn man seine Firma akquiriert oder über die Zeit von verschiedenen Zielen abhängig. Und wenn man das zielabhängig macht, dann bleiben die Firmen natürlich so ein bisschen für sich über diesen Zeitraum hinweg. Weil ich kann ja jemandem, der erst noch bezahlt wird, wenn er seine Ziele erreicht, nicht vorschreiben, wie er sein Geschäft zu tun hat. Und das behindert auch zu einem bedeutenden Teil die Synergien, die wirklich zwischen den Firmen stattfinden können. Weil wenn ich selber noch Ziele erreichen muss, bin ich vielleicht weniger hilfsbereit gegenüber anderen Firmen, selbst wenn es in derselben Firmengruppe ist. Mhm. Und das haben wir erst über die Zeit dann gelöst. Und ja, dann für mich persönlich war es auch so ein bisschen bedauernswert, dass wir zu spät umgeschalten haben von dem Investitions- und Geldausgeb-Modus in den
in den sparsameren Modus, wo man versucht, ja, einen positiven Cashflow zu erzielen. Da gibt's die unterschiedlichsten Philosophien dazu in der Welt und auch in der Geschäftswelt, über welchen Zeitraum das Sinn macht. Und das ist auch je nachdem, wie lange man erwartet, aggressiv wachsen zu können, unterschiedlich sinnvoll. Also Beispiel Amazon wird ja immer gerne genannt in der Öffentlichkeit, die sehr, sehr lange die Profitabilität weggeschoben haben, um eben einfach das Wachstum zu priorisieren. Und wenn man die Größe von der Play Magnus Gruppe im Vergleich zu Chess.com zum Beispiel damals sich angeschaut hat, dann war da noch viel Wachstum möglich für die Play Magnus Gruppe. Trotzdem hätte man schon vieles sehr viel besser dabei machen können. Und das ist uns, denke ich, auch bewusst und mittlerweile, würde ich sagen, auch allen in der Gruppe bewusst. Die Sache, die wir dabei die das aber beschleunigt hat, dass wir den Wandel weg vom Wachstumsfokus und mehr zum Profitabilitätsfokus machen mussten, war letzten Endes der Ukraine-Krieg. Also das hat in der Schachwelt schon für einen gewaltigen Einbruch der Ausgaben unter den Schachbegeisterten gesorgt. Und ich glaube, die Play Magnus Gruppe hat es insbesondere hart dabei getroffen, weil der Großteil des Umsatzes von Chessable stammt und Chessable sozusagen das Luxussegment innerhalb der Schachwelt abbildet und gleichzeitig nicht auf einem Abonnementmodell basiert, sondern auf Content-Käufen, die man pro Kurs macht. Und das ist natürlich leichter zu verzögern oder auszusetzen, wenn ich mich gerade unsicher in meinem Leben fühle, als alles andere. Mhm. Gleichzeitig hat es auch zum großen Umdenken ja in der ganzen Venture- und Investmentwelt geführt, als insbesondere Sequoia die mittlerweile berüchtigte E-Mail rumgeschickt hat, eben dass sie kompletten Investitionsstopp machen und all ihren Gründern raten, so schnell wie möglich auf Profitabilität zu gehen. Das hat dann auch dazu geführt, dass an der Börse Firmen wie Play Magnus Group komplett anders bewertet wurden. Und ja, das hat dann das Umdenken beschleunigt, sage ich mal. Ja, jetzt bist du ja bei chess.com und wie läuft denn da so ein typischer Arbeitstag für dich ab? Kannst du das mal schildern? Ja, also als amerikanische Firma ist mein Tag recht lang oft, weil ich arbeite meistens so von 8.30 Uhr am Morgen mit den europäischen Kollegen. Und manchmal ist der letzte Call am Abend erst um 10 Uhr nachts meiner Zeit, weil wir auch Kollegen in zum Beispiel Los Angeles haben oder so, für die ist es dann gerade noch Vormittag. Da sind dann die ersten Calls mit denen erst so um 17.30 Uhr und so weiter. Ja, und wenn ich kurz noch auf dieser Ebene weiterspreche, zwischendrin mache ich dann meistens eine Pause, um meinen Sohn auch von der Schule abzuholen und ihm Essen zu machen und so weiter. Das ist dann so um die 17 Uhr, 18 Uhr Zeit. Und ja, genau, also so sieht mein Tag so auf der Makroebene aus. Und auf der Mikroebene, ja, sind das ein Teil geht rein in. Also man kann wahrscheinlich zwei große Bereiche unterscheiden. Das eine ist interne Kommunikation und das andere externe Kommunikation. Also intern geht es darum, auch die notwendige Begeisterung für bestimmte Partnerschaften ja zu erarbeiten. Also das bei chess.com sind mittlerweile fast 700 Leute. Und ja, da ist es nicht mehr so, wie ich das von Play Magnus Group gewohnt war, dass ich einfach sagen kann, okay, ja, wir machen jetzt eine Partnerschaft mit der und der Firma und dann bespreche ich das vielleicht mit ein, zwei Leuten und dann ist es mit Sicherheit etwas, was ich umsetzen kann. Jetzt gibt es eben da mehr Stakeholder, mit denen ich das Ganze durchsprechen muss und wo man auch Stück für Stück erst den Buy-in schaffen muss über die Zeit, statt einfach von heute auf morgen. Denn Partnerschaften sind etwas, was für Play Magnus Group
sehr essentiell war für das weitere Wachstum und die Resultate. Und Chess.com ist sehr lange ohne Partnerschaften ausgekommen, einfach mit sehr viel Produktfokus und natürlich auch dem exzellenten Wachstum, was einfach durch die großartige Domain zustande kommt. Und gleichzeitig sind Partnerschaften aber ein enormes Wachstumsvehikel, was Chess.com auch erkannt hat und wo eben jetzt mehr Fokus auch drauf liegt. Also es arbeiten trotzdem noch, der Großteil der Leute arbeitet am Kernprodukt bei Chess.com und deswegen sind Partnerschaften trotzdem etwas, was immer noch obendrauf kommt für alle und wo man dann dementsprechend das Ganze feinfühlig positionieren muss. Ja, also das ist der interne Positionierungsteil und dann ist ja trotzdem nicht leichter geworden, große Firmen in die Schachwelt reinzubringen. Ein Marketingvorstand einer großen Firma geht immer noch ein Stück weit ein Karriererisiko ein, wenn er sein Geld in die Schachwelt bringt, statt in die Premier League zum Beispiel. Also unter Fondsmanagern gibt es das Sprichwort, dass niemand entlassen wird, weil er sein Geld mit IBM und so weiter, also mit den Blue Chips verloren hat. Heute würde man vielleicht sagen, mit Microsoft und Google verloren hat. Aber wer sein Geld eben mit einem Investment in eine kleine Firma verliert, der verliert möglicherweise seinen Job. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wenn man jemanden kontaktiert und ich jetzt sage, wenn ich jetzt zu Google hingehe und sage, hey Marketingvorstand, vergiss doch die Olympiade oder die Olympischen Spiele, fokussiere dich stattdessen auf Schach. Und ja, dementsprechend ist auch extern natürlich ein Prozess, der je nach Firmengröße von Monaten bis Jahre dauern kann, bis man wirklich auf allen Ebenen die Überzeugungsarbeit geleistet hat und den Deal letzten Endes gestartet hat. Und dann ist so zwischen intern und extern ist dann das alles, was passiert, wenn man etwas unterschrieben hat. Dann geht es natürlich um die Umsetzung und da gibt es auch ein ganzes Team, was schon natürlich über den Deal Bescheid wissen muss und dann so gut in der Umsetzung sein muss, dass dieser Deal ein langfristiger Deal wird und die Zusammenarbeit eben mehrere Jahre oder hoffentlich auch ewig wahren kann, wenn man sich anguckt, wie lange McDonald's und Coca-Cola schon die Olympischen Spiele, wenn man dabei bleibt, als Beispiel unterstützen, dann hofft man natürlich auch, solche Partnerschaften für die Schachwelt gewinnen zu können. Hast du eigentlich auch Verständnis für Leute, die sagen, dieser ganze Kommerz, den möchte ich nicht, ich habe keine Lust, jedes Jahr immer mehr Geld an einen Monopolisten wie Chess.com zu zahlen, nur damit die Werbung verschwindet, lieber spiele ich auf Leadchess, da ist alles umsonst und Open Source? Ja, also Chess.com ist ja nicht gerade sehr teuer und erhöht auch nicht ständig die Preise. Insofern ist Chess.com ähnlich wie es Chess24 früher war, aber wahrscheinlich noch viel mehr bei Chess.com, extrem community-orientiert. Also das war auch was für mich neu war, dass tatsächlich auch Partnerschaften, die bereit sind, Millionen Beträge zu bringen, abgelehnt werden, weil sie zum Beispiel als nicht passend für die Schach-Community wahrgenommen werden. Und das zeigt, wie hoch aufgehängt dort das Wohl der Schachgemeinschaft ist. Und ja, das hätte ich das nicht gedacht, als ich noch auf der Konkurrenzseite war sozusagen, dass das wirklich so hoch nicht nur außen gepredigt wird, sondern auch intern gelebt. Und ja, das deswegen würde ich sagen, steht Chess.com community-mäßig keiner anderen Seite irgendwie hinten an. Und ob man einen Subscription-Betrag bezahlt oder eine Donation macht. Letzten Endes muss immer irgendwo der Server bezahlt werden und das Investment in die Produktzukunft. Dass du das Thema Community erwähnst, finde ich interessant, weil vor geraumer Zeit ist auch mal die Stelle ausgeschrieben worden eines Director of German Content und laut Ausschreibung war da auch die bessere Vernetzung innerhalb der deutschsprachigen Schach-Community ein wichtiger Punkt und
Ich glaube, auch bei Chess24 damals war das halt, waren das halt nicht nur die Videos und die Übertragungen von Turnieren, sondern auch die Community. Ich habe immer noch, auch wenn du gerade gesagt hast, das Thema Community hat eine große Bedeutung, ich habe immer noch das Gefühl, dass zumindest im deutschsprachigen Bereich das Thema Community noch nicht ausreichend bedient ist. Ich meine, gut, man hat Streamer verpflichtet wie Kugelbuch oder The Big Greek oder so, die einen Teil ihrer Community mitgebracht haben. Und dann gibt es auch diese Clubs und so. Aber es wirkt doch noch ausbaufähig, oder würdest du mir da widersprechen? Weil viele spielen halt einfach nur. Ja, nee, da stimme ich definitiv zu. Also der deutsche Markt ist ja ein riesiger Schachmarkt. Kann man sich vielleicht oft gar nicht vorstellen, als normaler Deutscher, sage ich mal, denkt man jetzt nicht, dass Deutschland einer der größten Schachmärkte ist, aber das ist definitiv so. Und wie viele User habt ihr denn, wenn ich fragen darf, in Deutschland? Also weltweit sind es 130 Millionen, das habe ich gefunden, also jeder 60. Mensch auf der Welt, aber wie ist es in Deutschland? In Deutschland ist, glaube ich, nochmal prozentual mehr als in den anderen Märkten, aber das müsste ich nochmal nachtragen, die genaue Zahl. Aber okay. Ist mindestens unter den Top 10, wenn nicht unter den Top 5 Märkten, auch für chess.com. Okay. Also und Community, wolltest du noch was dazu? Ja, Community, ich glaube, Chess24 war da gut positioniert, einfach auch, weil Jan Gustafsson so eine schillernde Figur in der deutschen Schachwelt ist. Und ich glaube, ja, da hat chess.com vielleicht per Default erstmal mehr den amerikanischen Ansatz und macht aber jetzt, vielleicht kann man es mit Netflix vergleichen, Netflix macht jetzt auch viel mehr Lokalproduktion, so, das wird immer mehr kommen, da bin ich mir recht sicher. Also es gibt einen großen Fokus auf die internationalen Märkte und ist auch personell nochmal weiter gestärkt worden. Also deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es noch besser wird. Ja. Okay, jetzt kommen die kritischen Fragen, Sebastian. Ja, gerne, gerne. Dadurch kann man ja am meisten lernen. Genau. Thema Cheating-Skandal Hans Niemann. Vielleicht kurz ausholend, also der Magnus Carlsen hat sich ja zweimal geweigert, gegen ihn anzutreten, weil er Niemann vorgeworfen hat, am Brett in diesem Turnier in St. Louis möglicherweise gecheatet zu haben. Niemann hat das verneint, hat aber mehrfaches Cheating bei chess.com zugegeben. Und in dem Zusammenhang haben viele die Rolle von chess.com hinterfragt. Also zum einen ist immer noch unklar, warum chess.com Hans Niemann gesperrt hat, nachdem Magnus Carlsen zurückgezogen hat. Zum anderen ist die Frage so ein bisschen, ja, wie ist eigentlich der richtige Umgang mit einem Cheater? Also ist diese Policy richtig, dass man den Cheatern ermöglicht, wieder einen neuen Account anzulegen, wenn sie ein Geständnis ablegen? Kannst du zu dem Themenkomplex Cheating und wie verhält man sich, welche Policy gibt es da? Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, also nicht so wahnsinnig viel, weil damals, als diese Entscheidungen alle getroffen wurden, da waren wir noch nicht zusammen fusioniert, chess.com und die Playmagnus Group. Ah, jetzt machst du es dir zu leicht. Naja, also wir hatten Hans Niemann ja trotzdem noch zum Turnier nach Miami, nach dem Turnier in St. Louis zum darauffolgenden Turnier weiter eingeladen. Also er war ja in Miami, dann war er in St. Louis und dann bei unserem darauffolgenden Turnier. Insofern haben wir da eben halt keinen Hans-Niemann-Stopp irgendwie gemacht. Und Ja, aber hätte man ihn nicht machen müssen? Der hat doch 100 Mal gecheatet, kam doch in einem eigenen Bericht zum Vorschein. Ja, also für uns war es damals wichtig, die Tour-Regularien einzuhalten, die wir veröffentlicht hatten. Und da hatte sich Hans-Niemann eben ja schon hatte nicht gecheatet während des Miami-Turniers und hatte sich während des Miami-Turniers für das nächste Turnier qualifiziert. Insofern haben wir das dann entsprechend durchgezogen. So wahnsinnig viel kann ich eben nicht dazu sagen, weil der Prozess ja auch weiterhin andauert in den USA und es da ja auch um nicht gerade geringe Beträge geht. Diese 100-Millionen-Klage da, die er da angestrengt hat. Ja, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob sind es 100 Millionen oder sind es 100 Millionen pro
mal pro 4 oder mal 5. Kläger, ne? Ja. Also ich glaube, es ist eher ein 500 Millionen Klage, wovon mittlerweile quasi alle irgendwas mit Chess.com zu tun haben. Ne? Chess.com, Play Magnus Group, Magnus Carlsen, Danny Ranch und Hikaru Nakamura sind ja die Beklagten. Das ist ja auch ein riesen wirtschaftliches Risiko für Chess.com jetzt, ne? Ja, also, ja, wie gesagt, ich kann nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil das könnte auch irgendwie wieder verwendet werden vor Gericht. Naja, es soll eine Liste von Großmeistern geben, die Chess.com als Cheater überführt hat, wo manche Leute Einblick bekommen haben und manche nicht. Warum hat man so eine Liste? Also was macht man mit der? Ja, also weiß ich, wie gesagt, nicht so richtig. Es gibt ja den Report, den Chess.com veröffentlicht hat, und darüber hinaus weiß ich nicht so richtig viel. Also ich war mit Hans Niemann im Aufzug gewesen in Miami, aber wir haben da auch keine großartigen Worte gewechselt. Und alles, was da noch zutage treten wird oder kann oder während des Prozesses, wird auch für mich quasi neu sein. Ich habe da keinen Spezialeinblick irgendwie in unsere, das ganze Anti-Cheating-Team und so weiter ist auch ein anderes Team, mit dem ich jetzt nicht täglich zu tun habe. Ich weiß nur, dass wir in der Tour eben immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, weil wir auch wollen, dass die, also auf die Anti-Cheating-Maßnahmen, wir haben ja deswegen von Anfang an auch Kameras installiert bei den Spielern zu Hause und haben eben von vornherein immer eine professionelles Schiedsrichterteam auch gehabt und Partien analysiert und die Spieler zeigen zum Beispiel auch ihr Ohr vor dem in die Kamera und so weiter, bevor sie spielen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, die jetzt nicht für den Zuschauer immer alles sichtbar sind, aber gerade während der ersten Saison, während der Magnus Carlsen Chess Tour, gab es dann natürlich auch viele Fragen von den Fans, wie wir das sicherstellen. Und neben der Tatsache, dass wir nur die Schachspieler mit der besten Reputation eingeladen haben, die viel mehr zu verlieren haben als das Preisgeld, waren es auch diese Maßnahmen, die dem Ganzen noch weitere Glaubwürdigkeit verliehen haben. Aber ja, wir haben natürlich da jetzt keine anderen Körperteile analysiert, wo die da von Elon Musk und so weiter ins Gespräch gebracht wurden. Ja, okay, wir wollen nicht in die unteren Körperregionen gehen. Also Cheating bleibt eine Herausforderung und die Cheating-Detektion von Chess.com gilt ja als die beste der Welt. Und ja, wir können gespannt sein, was da rauskommt mit diesen Klagen und auch mit dem FIDE-Bericht, der ja auch noch nicht veröffentlicht. Ja, ich persönlich weiß nicht, ob man irgendwas in dem Bereich wirklich endgültig belegen kann, weil es ja auch, ja, also es geht ja immer darum, kann man beweisen, dass jemand etwas gemacht hat, und kann man beweisen, dass jemand etwas nicht gemacht hat. Also klar, kann man, wenn man ein elektronisches Gerät irgendwo entdeckt, das ist dann ein definitiver Beweis. Aber rein auf Basis dessen, was jemand auf dem Schachbrett macht, kann man wahrscheinlich nur mit Sicherheit sagen, dass jemand nicht gecheatet hat. Aber dass er gecheatet hat, ist ja immer nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu zeigen. Also, und ab einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man dann eben sagen, das kann man als Beweis gelten lassen. Aber es ist ja nie so, dass du jemanden live beim Cheaten entdecken kannst, wenn du einfach nur seine Partie analysierst. Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es bleibt bei Indizienbeweisen. Ich würde gerne mal einen anderen Fall ansprechen, der auch prominent war, und zwar von Badu Jobava. Hast du den mitbekommen? Nein. Ah, okay. Also der hat diskriminierende Äußerungen getätigt auf Chess.com und wurde dann für ein Jahr gesperrt. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass die Sperre auf Chess.com ja schon fast einem Jobverbot gleicht, weil, ne, also zumindest online hat ja Chess.com schon eine sehr dominierende Marktstellung und ist auch eine wichtige Einnahmequelle für Spieler wie Jobava auf dem Niveau. Da ist man ja wie ein Richter, der sowas, wenn man über ein Jobverbot quasi entscheiden muss. Also was gibt es da für Prozesse, um so verantwortungsvolle Entscheidungen auch richtig zu fällen? Ja, ich glaube, da wäre ein besseres Interview mit unseren Anti-Cheating
Leitern und ja, die sprechen aber kein Deutsch. Und so weiter. Ja. Also ich kann dazu nichts wirklich chess.com spezifisches sagen, weil ich mit den Leuten nicht drüber gesprochen habe. Ich kann nur meine persönliche Meinung halt ausdrücken, aber die ist dann halt wirklich nur meine persönliche Meinung. Da würde ich eben sagen, dass man natürlich auch noch andere Einnahmequellen hat, von Chessable bis sonst wo, von Offline-Turnieren und so weiter. So dass ich da jetzt nicht sagen würde, dass es wirklich einem Jobverbot gleichbedeutend. Aber es ist natürlich schon eine wichtige Entscheidung. Aber diskriminierende Äußerungen, ich kenne jetzt hier den spezifischen Fall nicht, aber ist natürlich auch, man hat natürlich auch als gerade als Schach eine große Vorbildfunktion auch in der Gesellschaft, wo man solche Fälle auch ernst nehmen muss. Also es wäre ja auch schlimm, wenn es keine Konsequenzen hätte. Ja, nee, absolut, ja. Du hast gerade das Thema auch offline angesprochen und das ist ja auch so eine interessante Dualität quasi, die es ja jetzt so am Schachmarkt gibt, ne? Einerseits chess.com als größte Online-Firma, andererseits die FIDE als Weltverband, der überwiegend das Offline-Schach betreibt, jetzt auch so ein Online-Turnier macht, aber wie stellt man sich da gegenüber der FIDE auf? Ist das ein Partner oder ist das ein Konkurrent vielleicht sogar? Habt ihr da strategische Erwägungen? Oder geht ihr vielleicht irgendwann sogar mal ins Brettschach, um der FIDE da auch Konkurrenz zu machen? Ja, also wir sind ja einer der größten finanziellen Unterstützer der FIDE. Insofern gibt es schon auch eine große Anerkennung dessen, was getan wird. Auch wenn man nicht allen Entscheidungen oder Formaten und so weiter irgendwie jetzt dann zustimmt. Also wir glauben, man kann sehr vieles sehr viel besser machen und versuchen das tendenziell eher vorzuleben, als irgendwo in wie es manchmal passiert, von anderen irgendwie in sozialen Mediaschlachten irgendwie die Welt zu verändern, sondern wir schaffen eben dann selber die Formate, die wir gerne sehen wollen. Und im Fall von Magnus, er hatte ja auch offen ausgedrückt, was er gerne sehen würde. Und das hat dann nicht umgesetzt worden. Aber die Champions Chess Tour drückt das ja schon eher aus, was Magnus gerne sehen möchte. Das kann man dann adaptieren als FIDE oder halt auch nicht. Das steht ja dann wirklich der jeweiligen Organisation frei. Und das ist auch das Schöne, dass es halt beides gibt und dass es dadurch und durch andere Organisationen eben Vielfalt gibt und letzten Endes ja beides nebeneinander existiert. Und die Champions Chess Tour hat auch Offline-Events, also das Finale ist jeweils immer offline gewesen und manchmal auch verschiedene andere Turniere. Das hängt auch ein bisschen mit den Sponsorships oder den Partnerschaften zusammen. Wenn es einen großen Partner gibt, der gerne auch ein Offline-Erlebnis sehen möchte, dann setzen wir das auch gerne um. Und prinzipiell finden wir es schön, wenn es auch Offline-Events gibt. Wir würden jetzt aber auch nicht alles immer offline wollen, von CO2-Ausstößen durch die Reisen bis die Lebensqualität der Spieler, die manchmal auch Zeit mit ihrer Familie wollen, auch mal in ihrer eigenen Wohnung sein wollen. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da aufhält. Mittlerweile nach Corona wollen auch Spieler mal wieder reisen, wollen mal wieder woanders sein als zu Hause. Insofern, ja, es ist durchaus vorstellbar, dass man in Zukunft eben beides während einer Saison hat, dass es mehrere Offline-Turniere gibt und mehrere Online-Turniere. Ob die dann am Computer sind oder am Brett, das wird die Zukunft zeigen. Aber in jedem Fall ist, glaube ich, der Hauptunterschied ist, wie viel, ob man den Fokus darauf legt, dass es Unterhaltungswert auch für Zuschauer im Internet und im Fernsehen hat, oder ob es primär darum geht, ein Ergebnis festzustellen. Das ist so für mich im Moment noch der Hauptunterschied in der Positionierung. Okay.
Ja, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen. Du lebst ja schon lange in Dänemark, in Kopenhagen. Wie ist denn dort eigentlich die Schachszene? Also mir fällt da jetzt Peter Heine Nielsen ein als Manager von Carlsen, der ja Däne ist. Was gibt es sonst noch? Ja, es lebt auch einer der anderen früheren Sekundanten von Magnus hier, der schwedische Spieler. Jetzt fällt mir gerade der Name gerade nicht ein. Sagst du mir die Nationalität? Ja, Schwede. Nils Grandelius? Genau, ja, Nils Grandelius wohnt auch in Kopenhagen. Prinzipiell ist Dänemark, ist natürlich ein kleines Land. Ne? Hier wohnen ja gerade mal so viele Menschen wie in Berlin, also insgesamt in dem Land. Okay. Dementsprechend ist die Talentdichte, es gibt halt nicht in der absoluten Zahl nicht so viele wie in Deutschland zum Beispiel, aber das Niveau ist schon recht hoch. Es gibt auch einige jüngere Talente, die beachtenswert sind, aber der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass es in Dänemark in vielen Schulen Schachunterricht gibt. Also es gibt Dansk Skoleskak und das hat, glaube ich, 35.000 Kinder, die Schachunterricht bekommen mittlerweile. Okay, also interessantes Modell. Auch, ich meine, Schulschach ist in Deutschland ja auch ein großes Thema, aber den Durchbruch, sage ich mal, gibt es noch nicht. Und da kann man es sicher vielleicht auch mal mit Dänemark abgleichen. Das ist interessant. Ja, und ich habe auch, es gibt auch in verschiedenen, also sogar Nachtclubs, wo es dann im Barbereich einmal die Woche Schach gibt, zum das Beispiel gefällt tagsüber dem Magnus, oder? Und so weiter. Also da kommen alle Passionen zusammen, meinst du? Ja, also ist auf jeden Fall in Oslo, The Good Knight ist natürlich wirklich halt eine Top-Schachbar, also das kann ich nur empfehlen. Und in Dänemark kommt es zunehmend in Cafés und Bars rein. Habe ich jetzt immer mehr Flyer hier auch gesehen mit QR-Codes dafür. Und das ist eine spannende Entwicklung. Also ich finde das sehr toll, dass es insgesamt mehr Einzug hält in die Gesellschaft als Spiel, das einfach auch Menschen zusammenbringt. Ja, das ist ja fast ein schönes Schlusswort, aber eine Frage zu dir persönlich habe ich noch. Du hast ja schon in jungen Jahren viel Verantwortung getragen, Personalverantwortung auch. Und ja, man sieht ja auch das Gründergehen und Geschäftsführergehen in deinem Lebenslauf durchschimmern. Und deswegen wage ich jetzt mal eine These, dass es dir spätestens in ein paar Jahren bei chess.com zu lang oder nicht zu langweilig, aber dass du das vermisst, eigene Entscheidungen eigenverantwortlich treffen zu können. Und dass du vielleicht mal wieder was Neues machst. Wird das wieder was mit Schach zu tun haben? Ja, das weiß ich noch nicht. Also im Moment finde ich sehr spannend, die größeren Möglichkeiten, die wir mit chess.com haben, einfach in dem ganzen Partnerschaftsbusiness zu nutzen, weil wir jetzt natürlich, wir sind jetzt eine der 130 größten Seiten der Welt. Wir haben 60 Millionen monatlich aktive Nutzer und 12 Millionen täglich aktive Nutzer und jetzt mittlerweile sogar 140 Millionen Registrierte. Damit ist man in einer Größenordnung angekommen, wo es fast für jede Firma auf der Welt relevant ist, mit uns zu sprechen. Und das ist ja ganz anders als es vorher bei Play Magnus Group. Hätten wir jetzt ohne den Magnus-Appeal, glaube ich, viele Gespräche nicht haben können. Und jetzt sind wir eben auch einfach rein von der Reichweite her relevant. Also wenn man mal von den ganzen kulturellen Wachstumstreibern wie Queen's Gambit oder dem Instagram-Post mit Messi, Ronaldo mit Louis Vuitton absieht, ist es unglaublich spannend. Insofern erhoffe ich mir mehr und mehr Strahlkraft durch chess.com und Schach um meine Rolle so spannend wie möglich zu machen. Und über die Zeit wird der Einfluss von diesem Bereich vielleicht immer wichtiger bei chess.com. Ich glaube eigentlich, dass es unser Hauptwachstumspfad sein wird. Also neben jetzt dass wir kulturelle Partnerschaften quasi eingehen. Aber ich glaube, wenn ich was anderes machen würde, dann wäre es nicht im Schach. Es würde vielleicht Schach benutzen, also als
ein Unterstützer der Schachwelt sein, um dann wiederum die Reichweite von Schach für das neue Produkt zu nutzen. Aber ich, ja, also es gibt verschiedene Bereiche, die wo ich auch große Passion habe, von Green Energy bis, ich nenne es mal demokratische Diskurs-AI und solche Sachen, wo ich glaube, man könnte tolle Sachen machen. Aber jetzt will ich erstmal die Gelegenheit nutzen, die wir hier haben im Schach, weil die, glaube ich, recht einmalig ist. Es gibt, ich kann mir keinen Sport vorstellen, der noch so viel Potenzial hat und gleichzeitig so viel Historie hat und so ein globales Innovationsspielbrett darstellt. Ja, Sebastian, mit Blick auf die Zeit, also es war sehr interessant und ich bin auch nicht unbeeindruckt von der Karriere, die du hingelegt hast. Und ich glaube, das Schach kann Leute brauchen, die Visionen haben und groß denken, wenn das gleichzeitig auch mit einer Verantwortung für das Schach einhergeht. Und ich glaube, das hast du dargestellt, dass das bei chess.com der Fall ist. Meine traditionell letzte Frage ist immer an die Interviewgäste, haben wir noch was Wichtiges unerwähnt gelassen oder liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Das ist eine super Frage. Also erstmal vielen Dank. Mir hat es auch große Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Gerne. Und Einblick zu geben. Ich hoffe, dass es den Zuhörern gefällt. Und also wer mich gerne weiter verfolgen möchte, am aktivsten bin ich auf LinkedIn. Da schreibe ich am meisten zu Schach und Partnerschaften. Und da kann man mir auch gerne schreiben, wenn man Vorschläge hat, welche Partnerschaften aus seinem Umfeld irgendwie Sinn machen könnten. Wir für das gemeinsame Wachstum der Schachwelt bin ich da extrem offen. Alles klar, dann vielen Dank, Sebastian, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, ebenso. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.